Genau den will ich. Ein. Noch ein. Wow, ich verliere noch meine Haste. Benil? Wie wär's mal mit negativ? Ah, die macht ja andauernd nur Pein, Nebel. Oh, da. Ich kann gleich hierauf wechseln. Haut ihn genau mit dem Stab auf den Kopf. Ja, nimm das. Da nochmal. Genau auf den Kopf hoch. Auch sein müdes Zucken gibt er nichts anderes von sich. Wow, was Neues. Bombehülle. Na, wohin führt uns jetzt der Pfad? Also ich will jetzt unbedingt gegen dieses Küsschen kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass es auf dieser Seite war. Hier war der Verdele. Wisst ihr was? Ich werde jetzt meinen Pfad suchen. Ich werde jetzt... Nein! Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gucken. Ich bin jetzt bei C3, der andere ist C2. Okay, dann gehe ich nach C2. Ich kann ja noch da rum, mich dann rechts halten und dann bin ich genau da. Sorry. Wo ich wohin wollte. Ja, hier ist auch Küsschen. Also ist bis jetzt meine Route immer gewesen A1, B2, C2. Das ist das dritte Mal, dass ich erwähne, dass das meine Route ist. Die anderen beiden Routen waren ja nicht meine. Aber wo sind diese... Das kann nicht sein. Diese Kakteen mit dem Blümchen drauf, die können doch nicht nur an einem Ort sein. Wenn ja, dann würde ich euch erraten... Nimmt eine Route, die dort zu denen irgendwie führt und dann gegen Atticus kämpfen. Nein, Rachekampagne brauche ich nicht. Auch das. Läuft er mir genauso vor die Füße? Wow, Haste vergessen. Achso. Sass gibt mir das eh. Egal, in Erde ist es gut. Wo ist Venil hin? Ich sehe sie nicht. Ach, da ist sie. Na los, irgendwas muss doch sitzen auf dich. Was? Boah, jetzt sieht man, wie schnell Gift ein die Lebenspunkte raubt. Ja, wenn die jetzt auf Venil gehen, ist sie tot. Venil? Wow. Also echt, ey, Venil. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Steh auf. Und die liegt wieder am Boden. Der will auch irgendwie keine Negativzustände fressen. Nee. Der kriegt die Protest. Da ich jetzt zwei Punkte schon verbraucht habe, der kriegt die Protest. Oh, das erinnert mich gerade daran, dass wir noch den einen in der Arkhalt-Steppe vernichten müssen. Ich achte gar nicht. Ich glaube, mein Kopf macht gar nicht mehr richtig mit. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so wenig Positivzustände habe.
genau auf seinen Fuß rauf. So, jetzt einfach nach rechts. So, nachdem das erledigt ist, werden wir bis Atticus, glaube ich, 5 Meterpunkte fertig, Meterpunkte bekommen. Und die werden wir auch brauchen. Chimke-Häuptling. Ja. Gut, das war schwarzes Bild, wisst ihr, dasselbe Geschwafel wie immer. Diesmal mache ich das anders. So, hiermit fange ich an. Ich habe sogar einen Präventivschlag bekommen, klasse! Ich wüsste nicht, wieso Fluch als erstes bei dem, wieso man Fluch auf den als erstes werfen sollte. Na endlich, jetzt kann es endlich weitergehen. Also man merkt wirklich den Unterschied zwischen Damir und wenn ich Curadat als erstes auf mich werfe. Die muss ich gleich ändern. So. So. Und so. Na los! Muss er sich unbedingt auf ein Bein hinstellen, um solche Attacken auszuführen? Das ist mir sowas von einem Rätsel. Deshalb hat er bestimmt auch diese Fertigkeit Desperado. Weil er bestimmt so ein Cowboy ist. Habe ich noch nie gesehen, Cowboy mit einem Afro. Okay. Behaupte nicht, es gibt nicht alles. Oder? Habe ich das richtig gesagt? Also es gibt alles. Alles in verschiedene Variationen. Richtige Paradigma. Können wir erstmal diesen Munchkin. Einfäng, wie kommst du auf die? So muss ich um den Häuptling kümmern. Die Diva. Nochmal rundum schlag. Oh, wer hat das denn geschmissen? Wem war da denn langweilig? Okay, jetzt ist ein Meister dran. Nicht, okay. Dann eben nicht. Ja, jetzt ist der Meister dran. Und der andere guckt die ganze Zeit nur zu, der Chimpy halt nicht. Und das war's. Naja, ich lasse dich noch leben. Du wirst mir die Formationsspalter getötet und spieß ihn auf! Ihr habt nicht gesehen, dass er wieder aufgestanden ist.
war nur eine optische Täuschung. Sieben Bomber sehen, oha. Sogar noch besser als das Grinden beim Tomberry. Okay, das Grinden dort bei dem würde ich euch ja nur raten, wenn ihr noch schwächer seid als jetzt. Also immer Stück für Stück grinden. Und wie habe ich das schon mal geschafft? Ich überleg. Ja. Formationsspalte einmal rein. Weil es so schön aussieht. Wow, die anderen auch vernichtet. Irgendwie. Wieso bin ich mal so erstaunt? Ich müsste doch das alles wissen. So, und da ist endlich die letzte Mission. Ups. Ihr könnt mich mal. Na, wer ist der Glückliche? Rang A, okay. Bedele? Was? Okay. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit. Die beschwören doch nur Leute. Und was sie beschwören, sind Tomberries. Wieso ist das Rang A? Ich habe doch hier in einer Arena doch... Ja, in C2. In C2 waren welche. Die waren nur Rang B, glaube ich. Ich glaube, das war C2. Weiß nicht mehr genau. Speichern. Das... Ja. Na los. Den schaffen wir auch noch. Wow, und dann ging Atticus. Oh, nee. Ging Vedele. Nee. Ich brauche das. Ich brauche nur die zwei Paradigmen. Ah, wieso nicht? Mache ich noch das Paradigma auf. Okay, dann gucken wir mal an. Ist es nur einer oder mehrere? Nein, er beschwört schon einer. Nein, die Kamera. Und zu spät. Nein, ich bin hochgeschmeißt. Nee. Das schaffen die nicht. Ja. Das war's. Und dafür bekommen wir jetzt bestimmt 50 Minuten oder so. Okay, 11. Manchmal ist es wirklich... lächerlich, wie viel Zeit man kriegt. 20er Würfel. Was der drauf hat, ihr habt eine bestimmte Chance, da steht irgendwie nicht mal wie viel Prozent, dass ein Angriff annulliert wird vom Gegner. Also, dass ihr blockt. Aber besser gesagt, ihr kriegt keinen Schaden. Aber kann man ja nochmal zeigen. Ist ja kein Beinbruch. So, eins fehlt noch. Okay, erstmal das Accessoire zeigen. Ne, ist ja nicht im Komponenten drin. Schadensannullierung, da steht's. Weiß nicht, soll ich das wirklich jetzt machen oder... Okay, ich wollte es eigentlich wie die nächste Folge machen. Verlassen. Weil Atticus ist schon eine Sache für sich. Das ist ein ganz anderes Level. Der ist ein ganz anderes Level. Ich kann dir schon mal so ein bisschen Informationen über den erzählen. Der hat extrem viel Serienresistenz. Seine Serienresistenz ist ziemlich hoch. Vielleicht 90, 95, vielleicht 100, keine Ahnung. Nee, 100 ist es nicht. Aber ziemlich hoch. Sein Schockwert liegt bei 999. Also braucht ihr ihn nicht zu schocken. Wäre sogar schlecht, wenn ihr ihn schockt. Ja, es ist schlecht, dass ihr, wenn ihr ihn schockt, sei, wie der Kampf verlaufen wird. Es gibt zwei Arten, ihn zu vernichten.
Der erste Weg ist jetzt mit dieser Gruppe, die ich hier habe. Ja, so. Ja, die erste Möglichkeit oder wie auch immer. Mit dieser Gruppe hier. Zweite wäre Saz wieder mit Hope auszutauschen. Weil er wird im Kampf. Er wird im Kampf. Also es sieht aus wie so ein Samurai. So ein Thief-Samurai. Werdet ihr gleich sehen. Und er hat ein Schwert. Ganz einfach. Er hat ein Schwert in der Hand. Und mit dem Schwert kämpft er ja natürlich. Er schaut nicht zu oder so. Er kämpft damit. Nachdem er 25% seiner Lebenspunkte verloren hat, also wenn er noch 3 Viertel hat, bricht das Schwert. Und nachdem das Schwert gebrochen ist, Moment mal, nee. Ich werde diese kleinen Dinger, aber ich weiß nicht, wo die sind. Mann, na egal. Ich gehe mal hier rechts und dann halte ich mich links die ganze Zeit. Vielleicht ist es, ja, ist es A1, B2, C2, D2, habe ich schon mal gesagt, oder? Egal. Nach 75, also wenn er 3 Viertel seinen Lebenspunkt noch hat, bricht das Schwert und er zieht ein neues raus. Mit dem ersten Schwert schlägt er normal einfach auf euch rauf. Mit dem zweiten Schwert macht er, glaube ich, nach 5 Angriffen so einen Spezialangriff, der stärker ist. Und nachdem der Spezialangriff ausgeführt ist, macht er wieder 5 Schläge und dann kommt wieder ein Spezialangriff. Ich glaube, immer nach diesem Rhythmus attackiert er euch. Und nachdem er die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren hat, kriegt er ein extrem starkes Schwert. Wo der Spezialangriff euch erstmal, er braucht etwas Zeit zum Aufladen des Spezialangriffs, auch bei dem, also bei beiden. Auch wenn er noch 3 Viertel seiner Lebenspunkte hat und auch wenn er nur noch die Hälfte hat. Aber der Unterschied zwischen den beiden, der Spezialangriff, wo er nur noch die Hälfte seiner Lebenspunkte besitzt, ist um einiges stärker und vernichtet euch, indem er euch Negativzustände gibt, beziehungsweise wenn ihr Positivzustände habt, die entfernt. Also müsst ihr schnell dagegen, also entgegenwirken, während er sich konzentriert. Das heißt sogar Konzentration, glaube ich. Müsst ihr entgegenwirken. Und selbst mit Fang seid ihr nicht in der Lage, das zu tun. Da kann sie noch so sexy rumlaufen, das wird nicht funktionieren. Was ihr machen könnt, also wenn ihr versucht, offensiv gegen ihn zu kämpfen, gegen ihn müsst ihr, so wie jetzt meine Lebenspunkte sind, ihr müsst ihn defensiv bekämpfen. Das heißt, so Stück für Stück immer ein bisschen den Serienbonus erhöhen. Entweder mit Hope oder mit Cesar, aber kommen wir dazu, wie ihr seinen Spezialangriff überlebt. Mit Fang. Ihr braucht den Verteidiger. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, also es ist dennoch gefährlich, dass ihr krepiert. Weil die Attacke von ihm auch ziemlich tödlich ist. Die Attacke, die er hat. Nein. Sehr schön. Und ihr braucht die Meta-Punkte hier. Dann spart ihr euch. Ihr spart euch dann Phönixfedern. Na gut. Jetzt kurz die Rache-Kampagne. Ich brauche noch ein paar Positivzustände. Na komm schon, hau ihn kaputt. Oh, Sass. Ihr müsst unbedingt. Also für mich ist es die schwerere Variante. Mit dieser Kombination, die ich jetzt habe, mit dieser Partie. Fang, Vanille und Sass. Aber das ist machbar, ich habe das geschafft. Die leichtere Variante wäre Vanille, Fang und Hope. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht das sehr. Nein, du darfst nicht. Entweder ihr macht dasselbe, was ich dann mit
Fang, Vanil und Ho, Fang, Vanil und Saz machen werde. Oder die macht das ganz anders. Ah. Moment, ich komme gleich darauf. Komm gleich dazu, nicht darauf. Ich weiß ja, was ich sagen will. Erstmal sollen die hier aufhören zu nerven. Na, haben wir jetzt endlich ein bisschen Ruhe? Das aussieht nicht. Was ich mit Saz, Vanille und Fang machen will, ist, ich versuche seinen Serienbonus gut zu steigern, bis auf 700. Das dauert sehr lang. Das kann ich schon jetzt sagen.